Grace, Xenia und Khadija sind zu einem Casting eingeladen. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich bin der Tobias, ich bin der Gründer und Inhaber der Dr. Neuberger Group. Und es geht heute um die Marke Adele. Eine von euch wird das Adele-Gesicht 2024 sein für unsere Kampagne Your Lashes, Your Beauty. Zweitens, wir werden einen TV-Spot mit euch drehen. Drittens, wir werden ein Fotoshooting mit euch machen. Und ihr werdet dann in über 3000 Filialen in Deutschland zu sehen sein. Krass. Mein riesengroßer Traum ist ja auch irgendwie eine Werbung zu drehen. Und dann auch noch für Wimpern, dann war ich so, ich brauche diesen Job. Ich will diesen Job zu 100%. Natürlich wieder eine sehr gute Chance, sich selbst zu präsentieren. Und auch für Kunden natürlich, wenn da wieder ein Plakat hängt, kommt einem nur zum Guten. Deswegen wäre es schon cool, wenn ich den Job bekommen würde. Und zwar wird es so sein, dass ihr ein Testshooting hier haben werdet. Da wird es eine Kamera geben und ihr sollt die Kamera führen. Also flirtet mit der Kamera, spielt mit der Kamera, lasst eure Augen sprechen. Also ist ganz wichtig, den Augenkontakt auch beizubehalten. Es ist ein Mega-Job und wir sind gespannt, was dann gleich kommt von euch. Okay, danke schön. Danke euch. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Bye. Es geht heute um die Underlash Extensions, die Naked Press-On und die Seamless Lashes. Der Unterschied der beiden Wimpern besteht darin, dass die Naked Press-Ons für einen Tag halt sind und die Seamless Lashes für bis zu 10 Tage. Und die Anbringung ist eigentlich das wirklich Besondere. Und zwar werden die nämlich unter den eigenen Wimpern angebracht. Und das macht es natürlich noch mal natürlicher. Ich finde, man sollte nicht so einen leeren Blick drauf haben. Oh nein. Entschuldigung. Sorry, ich muss das erstmal genau. Dankeschön. Ich würde einfach mit meinen Augen spielen, statt einfach leer dahin zu gucken. Ich versuche das einfach mal und hoffe, ich kann damit überzeugen. Was steckt hinter deinen Augen? Hinter meinen Augen steckt mein Gehirn. Hinter meinen Augen verbirgt sich mein Ich, mein Charakter und die wahre Xenia. So schwere Fragen. Aber auch das werde ich schaffen. Gut, gell? She knew the California. She know that I adore. She got me like ooh. Grace, du bist die Erste. Ja. Ich möchte mit meiner Personality überzeugen. Mit einfach ich, wie ich bin. Hi. Hallo, Grace. Hallo. Magst du es mal begeben? Ja, prima. Dankeschön. Danke. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Ich bin Grace. Okay. Und ich komme aus Syrien. Ich wohne in Deutschland seit 8 Jahren. Okay. Und ich bin jetzt bei Jeremy's Next Top Model. Gut, okay. Erzähl mal, was war dein Moment, der dich so geprägt hat, dass du ein Stück gewachsen bist? Also, als der Krieg in Syrien angefangen hat, das hat erst in meiner Stadt und in meiner Straße angefangen. Da waren halt Leute, die jeden Tag da unter unserem Haus chillen. Da war so ein Junge. Es hat so irgendwie auf einmal angefangen, schießen und so. Wir waren alle so erschrocken. Wir sind reingegangen. Ein paar Stunden später gehen wir wieder raus auf den Balkon und ich sehe Blut auf dem Boden. Dann habe ich später erfahren, das gehört ihm. Und das war der Moment, wo ich mir gesagt habe, er war vor ein paar Stunden am Leben, am Lachen und jetzt ist er nicht mehr da. Und deshalb, man soll halt machen, was man so machen möchte. Selbstbewusst zu sein und mach was, was du machen möchtest. Mutig zu sein. Okay, wow. Das heißt, du wächst jeden Tag über dich hinaus, versuchst jeden Tag über dich hinaus zu wachsen, richtig? Ja. Wow. Das ist klasse. Das ist super. Danke, dass du uns das hier erzählt hast. Ja. Das war sehr bewegend. Dann würden wir dich bitten, drüben deinen Moment uns zu präsentieren. Und denk dran, Augenkontakt und zwischendurch posen. Embrace yourself, love yourself, be you, be natural. So
super. Danke dir, Grace. Danke. Ganz lieben Dank. Dankeschön. Das hast du toll gemacht. Dankeschön. Danke dir. Dankeschön. Danke, bis später. Bis später. Ciao. Tschüss. Ja. Ja, und jetzt sehr schöne Augen. Also ich finde, das unterstreicht das nochmal. Ja, so mandelförmig. Ja. Mir gut gefallen. Und Essen nach Rett ist jetzt einfach spontan und nur so natürlich wie möglich rüberbringen und einfach Spaß haben. Wir würden uns freuen, wenn du uns ein bisschen was von dir erzählst. Mhm. Und der Moment, wo du gewachsen bist, der spezielle Moment für dich, den du uns hinterzeigen möchtest. Also, ich bin 21 Jahre jung. Ich bin, wie man sehen kann, mixed, was auch sehr viel in meinem Leben geprägt hat. Es war halt auch immer so, dadurch, dass ich so kleine, schlitzige Augen habe, dass man das sehr oft bei mir kritisiert hat. Und ich habe das halt auch immer versucht, irgendwie zu vertuschen, irgendwie anders zu schminken, meine Augengröße zu schminken. Das war, glaube ich, auch ein Punkt, weshalb ich dann Kosmetikerin geworden bin. Deswegen liebe ich alles rund um Beauty. Und deswegen finde ich dieses Thema einfach so interessant und so cool. Vor allem auch, dass es so schnell geht. Und was war jetzt der Moment, der in deinem Leben gezeigt hat, okay, ich kann wachsen, ich bin eine Nummer größer geworden, ich habe irgendein Ereignis und bin danach selbstbewusster gewesen? Bei mir war es tatsächlich, als ich meinen Freund kennengelernt habe, weil der mich dann wirklich so genommen hat, wie ich bin. Und ja, da habe ich dann wirklich gelernt, mich selbst auch zu lieben. Okay, die Bühne ist deine und auf geht's, wir sind gespannt. Hi, ich bin Khadija. Und ich zeige euch jetzt, was Selbstwertgefühl ist. Damals habe ich oft versucht, mich selbst irgendwie zu verdecken. Aber ich muss nicht viel drüber reden, denn meine Augen sprechen. Und so habe ich auch einfach gemerkt, was Liebe ist. Und auch meinem Freund habe ich immer verlassen. Jetzt noch ein bisschen posen, damit wir auch sehen können, wie das in dem Fotoshooting aussehen kann. Okay, prima. Dankeschön. Danke. Toller Ausdruck mit den Augen, die Posen, die du angeboten hast. Also mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Dankeschön. Genau, und was auch super war, war wirklich, dass du den Fokus auf den Augen hattest. Also auch mit den Händen, ne, dass man wirklich auf die Augen geguckt hat und nicht irgendwie mit den Haaren oder mit dem Outfit gespielt. Mhm. Das war echt super. Mir sehr gut gefallen. Danke dir. Ich versuche, die Kunden einfach mit meinen Worten zu überzeugen und mit meinen Blicken, weil darum geht es heute auch. Und dann werden sie schon sehen, dass ich auch selbstbewusst sein kann. Ja, ne, ich bin die Xenia. Ja, magst du uns ein paar Worte zu dir erzählen und dann vielleicht auch noch mal auf die Geschichte eingehen, die du uns heute erzählen möchtest? Genau. Ich bin Xenia, ich komme aus Hof. Und für mich gab es keinen Zeitpunkt für mein Selbstbewusstsein. Für mich war das eher so eine Reise. Und ich war immer eher unsicher und nicht so selbstbewusst, aber vor allem, seit ich hier bin, habe ich sehr, sehr viel dazugelernt, bin sehr aus mir herausgekommen. Und jetzt fühle ich mich endlich und ich fühle mich auch schön und selbstbewusst. Und das ist genau die perfekte Challenge heute für mich, um ehrlich zu sein, weil ich das endlich ausstrahlen darf. Gab es da so einen Moment während der letzten Wochen, was so ein Schlüsselmoment war? Ja, also vor allem, wenn man irgendwie was geschafft hat, wie zum Beispiel einen Job erlangt hat oder irgendwie irgendwas gut gemacht hat, da hat man gemerkt, hey, du kannst was und du bist was wert und du bist du und du hast es trotzdem geschafft, obwohl ich nur ich bin. Das Gefühl, was du hattest, als du jetzt diesen Schlüsselmoment hattest, hol dir den noch mal rein und zeigst uns das, was das mit dir gemacht hat, aus deinem Inneren heraus. Von innen bin ich lustig und albern. Von außen verführerisch und schön. Das alles macht mich selbstbewusst. Ich bin selbstbewusst, wenn ich ich sein darf. Sei du selbst und dann bist du es auch. Okay, prima. Dankeschön. Dankeschön. Erzähl mir, war es für dich? Ich habe mich gut gefühlt. Es hat gut Spaß gefühlt gemacht. Ja, und ich könnte, ich bin auf den Punkt gekommen, endlich mal. Also wir haben gesehen, dass dir das hier Spaß gemacht hat. Eine schöne Story, die du erzählt hast. Vor allem gerade das Selbstbewusstsein, dieses Gefühl, dass du das hier bekommen hast. Und jetzt hier noch mal zeigen konntest, ist es da noch ganz frisch. Das finde ich gut. Ich finde es auch toll.
Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Und bis gleich. Auch. Danke. Ciao. Jetzt wird es schwierig, ne? Zwischen den dreien zu entscheiden. Da müssen wir uns noch mal beraten. Also, auch am Anfang war ich so, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ja. Ich kann bei dir vorstellen, dass das so lustig geworden wird. Du bist fun. Ja. Ich mag das nicht, wenn du so Selbstzweifel hast oder mal kein Lachen hast, weil das bist nicht du. So, weißt du, so, ich finde, zu dir gehört einfach dein Lachen und dein Herumalbern. So, das ist die Xenia, die ich kenne. So, manchmal, wenn ich dich dann so sad oder so sehe, denke ich mir so, ey, reiß dich zusammen, weißt du, so, komm jetzt hier wieder raus. So. Warum seid ihr so? So? Was heißt das? Die Sache ist, wie du das schon immer gesagt, du hast es immer abgelehnt. Ja, und jetzt fängst du endlich an, so es wirklich ein bisschen einzusehen und so anzunehmen. So, du mochtest doch gar keine so Komplimente, hatte ich das Gefühl. Du warst immer so, ey, hör auf und so. Aber ja, ich bin da nicht so gut drin, das anzunehmen. In der Zwischenzeit hat der Kunde seine Entscheidung getroffen. Hallo. Hallo. Hallo, ihr Lieben, zurück. Erstmal lieben herzlichen Dank unsererseits. Danke auch. Es war eine tolle Performance von jedem von euch. Es hat uns sehr beeindruckt, sehr viel Spaß gemacht. Es ist nicht einfach. Jeder hat in die eine Richtung, in die andere Richtung ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber wir müssen uns ja nun entscheiden. Das Gesicht für Adele 2024 wird... Xenia. Wow! Darf ich euch umarmen? Ja, klar, komm her. Ich bin so happy. Also, es läuft einfach so gut. Ich bin wirklich so, so glücklich. Ich kann es nicht in Worte fassen. Danke. Alles Gute für den neuen Weg. Ja, natürlich ist man immer, glaube ich, ein bisschen sad, wenn man den Job jetzt nicht bekommt. Aber es ist halt, es gehört zum Modelleben dazu. Und ich glaube, es wäre schlimmer, wenn man sich davon jetzt runterziehen lässt. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.